werbefrei im Internet unterwegs sein mit dem Unify Adblocker. So oder so ähnlich klingt das Versprechen des Anbieters. Aber wie gut ist jetzt nun der Unify Adblocker wirklich und kann er sich gegen einen Platzhirschen wie Edgard überhaupt durchsetzen? Ich mache mit euch den Praxistest und ob ich hinterher den Sieger oder eher den Verlierer bei mir anwende und was mich da umtreibt, alles das nach dem Intro. Bleibt dran. Willkommen zurück zum Video und ich möchte auch gleich einsteigen. Also ich nutze schon seit geraumer Zeit Werbeblocker und im Grunde genommen halten die mir den Großteil der nervigen Werbung eigentlich auch vom Hals. Angefangen habe ich da mit Werbeblockern im Browser zum Beispiel, ob das jetzt im Firefox oder im Edge ist oder auch im Google Chrome. Das macht nichts, aber grundsätzlich funktioniert das natürlich. Aber die Problematik ergibt sich dann, die Anzahl der Geräte wird mehr in der Familie oder auch die eigenen Geräte. Das ganze Thema, die Anzahl der Browser wird mehr und dann wird das Ganze doch etwas schlecht handhabbar. Dazu kommt natürlich, dass Werbeblocker nicht nur beim reinen Surfen eine Rolle spielen, sondern auch, wenn man zum Beispiel Internet-Games spielt. Ne? Da tauchen dann auch irgendwie so komische Werbesachen auf und die will man ja alle gar nicht und da wird das dann irgendwann schwierig. Also, um auch diese Aktivitäten abdecken zu können, habe ich mich also mit den beiden Platzhirschen, Pi-hole sowie Edgard, beschäftigt und habe mir die mal angesehen und habe die auch ausprobiert und aktuell bin ich bei Edgard hängen geblieben. Ne? Und damit bin ich auch ziemlich zufrieden. Pi-hole tut genauso seinen Dienst, um Gottes Willen, alles gut. Also wie gesagt, rein funktional und technisch sind beide für mich super, hatten beide super funktioniert. Meine persönliche Präferenz liegt einfach beim Edgard. Für mich ist er etwas aufgeräumter gegenüber dem Pi-hole, aber das ist meine persönliche Präferenz. Da sind die Geschmäcker verschieden. Also wie gesagt, technisch beide für mich gleichwertig, machen einen super Job. Na? So, lange Rede, kurzer Sinn. Damit wir hier weiterkommen, wir wollen uns ja den Unify-Werbeblocker angucken und nicht über Pi-hole und Edgard oder beziehungsweise über Edgard schon reden, aber maßgeblich wollen wir uns ja den Pi-hole ansehen. Und dafür schauen wir jetzt einfach mal ins Netzwerk rein. Ja, so, jetzt sind wir hier im Unify-Controller und für unseren Test habe ich hier einen VLAN-90-Test angelegt und zu diesem VLAN-90-Test gehört auch ein entsprechendes Test-Wi-Fi. Das haben wir hier angelegt, damit wir das gleich speziell auf dem Smartphone entsprechend machen können. Und um nochmal zu zeigen, dass wir aktuell jetzt hier für den ersten Test null, also keinen Werbeblocker integriert haben wir hier. Schauen wir einfach mal in das 90er Testwerk hinein. Und dann müssen wir hier unter Optionen gehen. Und da finden wir hier ganz unten das Thema DNS-Server. Und der DNS-Server steht hier auf Auto. Heißt also, wir haben keine DNS-Umleitung auf irgendeinen DNS-Server oder auf Edgard, was auch immer, ist also hier nicht drin, sondern der steht einfach auf Auto und läuft geradeaus. So, wenn wir dann anschauen, Moment, dann müssen wir hier auf Security gehen und da finden wir hier nämlich dieses Thema Adblocking und auch hier ist alles aus und dementsprechend ist das Netzwerk jetzt erstmal blank. So, und um zu testen, wie das ganze Thema jetzt aussieht, habe ich hier so einen Adblock-Test mir rausgesucht. Wenn man im Internet eingibt Test-Adblocker, dann gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Ich bin hier bei diesem D3 Watt bei GitHub hängen geblieben und der sieht eigentlich hier folgendermaßen aus. Ich finde die Darstellung eigentlich ganz ganz vernünftig und der funktioniert auch wohl ganz vernünftig. Also der testet eine bestimmte Anzahl von Signaturen und zeigt dann hier in dieser Blase an, wie viel Prozent dieser Signaturen also wirklich geblockt wurden oder wie viel auch nicht geblockt wurden. Generell gibt es zu diesem Tool einen Disclaimer, dass es heißt, naja, also das ist nicht für qualitative Tests geeignet und so weiter. Ja, ist so, aber ich denke, für das, was wir hier tun, für eine Aussage, wie gut so ein Blocker funktioniert, ist das schon relativ gut ausreichend. Und wenn der durchgelaufen ist, dann findet man hier entsprechend in Rot das, was er nicht blockiert hat und in Grün da, wo der Blocker entsprechend gegriffen hat. So, das ist jetzt hier mal einfach nur bei mir auf dem Rechner. Wir werden uns natürlich für den Test schauen, wo uns das ganze Thema dann auf dem Smartphone an. So, jetzt sind wir hier auf meinem Smartphone und ich habe jetzt hier diese D3-Wort-Seite schon mal aufgerufen und wir sehen jetzt hier schon mal ein vorläufiges Ergebnis, aber wir machen jetzt einfach mal hier den Retest, drücken diesen Knopf und jetzt sehen wir, was hier passiert und jetzt wird das entsprechend getestet und er bleibt bei 4% stehen. Heißt also,
ohne irgendeinen Adblocker aus dem Unify-Controller oder über den DNS kommen hier irgendwie 4% raus, ne? Das heißt also, wir haben 135 Signaturen geladen, 5 davon wurden blockiert und 130 wurden nicht blockiert. Das ist das Ergebnis, wenn ich also ohne Werbeblocker unterwegs bin. Wie gesagt, man kann sich jetzt hier unten noch, wenn man hochscrollt, alles ansehen, was blockiert wurde, was nicht blockiert wurde. Aber grundsätzlich ist für mich erstmal wichtig, wo stehe ich hier eigentlich im prozentualen Bereich? Und da sind wir bei 4%. So, jetzt wollen wir uns natürlich mal angucken, was passiert denn eigentlich, wenn wir Werbeblocker einschalten. Wir gehen hier auf Security und finden dann hier den Punkt Adblocking. Da gibt es auch ein kleines Infofeld zu, ne, was man da alles mitmachen kann. Gibt auch einen Link auf eine Hilfeseite, aber nichtsdestotrotz, alles hier kann man entsprechend hier anwenden. Und hier ist jetzt wichtig, dass das entsprechende Netzwerk ausgewählt ist, ne? Weil wir wollen ja unser VLAN 90 Test entsprechend testen oder beziehungsweise mit dem Werbeblocker ausrüsten. Man kann hier aber auch alle anderen Netzwerke, die man hat, entsprechend anwählen oder aber auch abwählen, je nachdem, was man machen möchte. Also wir sagen VLAN 90 Test, das passt, und sagen Apply Changes. So, das, was ich dazu sagen muss, dieses Apply Changes führt dazu, Entschuldigung, dass im Hintergrund Signaturen geladen werden und das dauert so seine Zeit. Also bis sich die vollumfängliche Werbeblocker-Funktionalität nachher auch für das Netzwerk entwickelt, kann das so 3, 4 Minuten dauern. Hat mich zwar auch überrascht, ist aber bei mehreren Tests so gewesen, dass ich wirklich gesehen habe, von diesen 4% bis nachher zu dem Prozentsatz, der dann real wird, dauert es halt ein paar Minuten. So, jetzt sind wir wieder zurück auf unserem Smartphone, auf meinem Smartphone, und ich drücke jetzt hier mal einfach den Retest und dann schauen wir mal, wo er hinläuft. Und das sieht doch ganz gut aus. 64% haben wir, total 135, 86 blockiert, 49 nicht blockiert. Also das ist das Ergebnis, was uns der AdGuard entsprechend hier liefert. So, der nächste Punkt ist, dass wir wieder zurückgehen hier in unser Unify Controller Netzwerk. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir machen jetzt hier den Adblocking aus. Apply Changes. Wir gehen zurück auf unser Netzwerk und wir sagen hier VLAN 90 Test. Wir müssen hier runter auf DHCP und gehen dann hier auf den DNS-Server und nehmen hier das Auto weg. Und das, was hier jetzt auftaucht, das ist mein interner DNS-Server. Das ist der Link oder beziehungsweise das ist der DNS-Server AdGuard, der bei mir nicht als DNS-Server wirklich primär arbeitet, sondern nur als Werbeblocker. Von da aus geht es dann auf meinen Home-DNS, aber das ist dann nur nebensächlich. Wie gesagt, das hier ist dann der quasi der DNS-Eintrag mit der 67 am hinten dran. So, jetzt sagen wir Apply Changes. Und damit haben wir das Netzwerk jetzt erstmal für AdGuard vorbereitet. Und dann schauen wir jetzt nochmal zurück aufs Smartphone. Hier ist eins wichtig. Bevor wir auf dem Smartphone jetzt einfach loslaufen und sagen, ich lasse das jetzt, ich mache jetzt den neuen Retest, wir müssen erst dafür sorgen, dass der DHCP-Server jetzt den neuen DNS-Eintrag natürlich überträgt. So, jetzt sind wir wieder zurück auf meinem Handy. Ich habe mich in der Zwischenzeit schon mal eben aus dem Test-WLAN ausgeloggt, bin in ein anderes hineingegangen, um sicherzustellen, dass auch wirklich ein anderer DNS-Eintrag erzeugt wird und dann wieder zurück in das Testnetzwerk. Also wir sollten jetzt eigentlich dementsprechend mit dem AdGuard verbunden sein und wir gucken uns jetzt einfach mal an, was passiert, wenn ich hier Retest einfach mal drücke. So, und da sehen wir erstmal 24, oh, 93%. Das nenne ich mal eine Nummer, ne? Also ja, so, fertig. Das Ergebnis war wohl eindeutig. Also 93% zu 64% ist schon eine Nummer. Aber mein Vergleich war nicht ganz fair, muss ich dazu sagen. Ich habe den AdGuard entsprechend schon mit zusätzlichen Filterlisten versehen. Und damit kommen wir natürlich auch schon zu einem Nachteil von dem Unify-Werbeblocker. Es gibt keine Einstellmöglichkeiten. Also außer dass ich die einzelnen Netzwerke zuordnen kann, habe ich keine Chance. Das mag natürlich auch für den einen oder anderen ein Vorteil sein, wo man einfach sagt, die Einrichtung, die Pflege ist wirklich
Kinderleicht. Ihr habt es gesehen, einfach nur Haken setzen und gut ist. Kein Hosting von irgendwas, kein separates DNS, keine Traffic-Regeln, die man machen muss. Also alles in einer Hand und mit 64%, naja, immer noch ein passables Ergebnis. So, und wie gesagt, der Blocker scheint zu funktionieren. Ich gehe davon aus, der wird auch weiterhin upgedatet. Ich habe Videos gesehen, da hat der Unify-Werbeblocker mit 30% irgendwas abgeschnitten. Also man sieht, da ist durchaus der Weg nach oben. Aber man vermisst trotzdem die Möglichkeiten, einfach zusätzliche Signaturen auch hinzufügen zu können, oder auch eine Whitelist erzeugen zu können. Aber auch die grafische Auswertung ist natürlich einfach nicht da, ne? Also bei AdGuard kann ich mir das alles angucken, ich kann es mir grafisch anschauen, ich kann sehen, welcher Client damit mit welchen IP-Adressen versucht zu kommunizieren. Das geht hier alles nicht, ne? Also Ergebnis ist klar, also der AdGuard schlägt dann den Unify-Adblocker ziemlich eindeutig um Längen bei dem reinen Ergebnis, aber auch bei den Einstellmöglichkeiten. So, damit könnte das Video jetzt zu Ende sein, aber wofür entscheide ich mich denn jetzt? Ne? Bleibe ich jetzt bei dem AdGuard oder nutze ich doch vielleicht zukünftig den Unify-Werbeblocker? Ich hatte ja den einen oder anderen Vorteil schon erwähnt, aber da der Reihe nach. Und dazu müssen wir ein bisschen mehr in die Hintergründe schauen. Also technisch sieht das bei mir so aus, dass ich den AdGuard auf einem Container oder in einem Container auf meiner Synology Distation hoste und den Traffic über entsprechende DNS-Einstellungen der einzelnen Netzwerke in den AdGuard hineinleite. So, mit dem Umstieg nun in Richtung Unify, was ich da gemacht habe, dazu habe ich euch auch schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch ganz gerne hier oben in dem Video selber oder aber auch unten in der Videobeschreibung, habe ich natürlich angefangen, mein Netzwerk in einzelne VLANs aufzuteilen, habt ihr gerade auch in dem Video schon gesehen hier, und damit ergeben sich natürlich auch so ein paar Herausforderungen. So, also wie gesagt, AdGuard läuft jetzt erstmal in einem Container, in dem Default LAN, das wir bei Unify erzeugt haben, und ist dort über ein MacVLAN. Und wie ein MacVLAN funktioniert und was das so bedeutet, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber ich habe eine eigene IPv4-Adresse über ein MacVLAN-Netzwerk erzeugt, damit ich auf den Container entsprechend über eine eigene IP-Adresse zugreifen kann. So, und das alles führt natürlich auch in die eine oder andere Richtung, und meine VLANs sollen ja auch normalerweise nicht miteinander sprechen dürfen. Die sollen gegeneinander isoliert sein, und je nach Isolationsstufe, was man da also auch auswählt, ob man das einfach mit Traffic-Regeln oder aber auch mit einer Firewall macht, muss ich natürlich entsprechende Regeln anlegen, damit ich überhaupt es hinbekomme, dass meine Geräte, die in dem VLAN vorhanden sind, die den Werbeblocker nutzen sollen, dass die überhaupt in das Default VLAN hineinkommen oder beziehungsweise in das Default LAN hineinkommen über den DNS. Dazu muss man schon mal entsprechende Regeln auch natürlich entsprechend machen. So, wie man diese Regeln anlegt und welche Fallen es dabei gibt, das ist nämlich alles nicht selbsterklärend. Dazu würde ich euch ganz gerne in der nächsten Zeit auch nochmal ein separates Video machen. Das funktioniert alles relativ gut und auch sehr komfortabel bei Unify. Das ist alles gar keine Frage. Aber wie gesagt, selbsterklärend ist das alles nicht. Und das führt natürlich auch zu Problemen. So, das, was mich jetzt dabei umtreibt, ist, dass ich in meinem VLAN, in dem zum Beispiel auch mein Smartphone oder mein Tablet ist, dass ich dort IPv6-Unterstützung aktiviert habe, weil in diesem VLAN auch Geräte existieren oder Geräte sind, die ich über eine IPv6, und warum ich IPv6 habe, ich habe einen Glasfaseranschluss und dementsprechend keine eigene IPv4-Adresse, über die ich extern zu erreichen bin. Auch das habe ich euch in dem Video, was ich gerade schon mal genannt habe, auch entsprechend schon mal erklärt. Aber wie gesagt, ich habe nur öffentliche IPv6-Adressen, das heißt Geräte, die ich im Internet zur Verfügung stellen möchte oder beziehungsweise die ich von extern erreichen möchte, die kann ich nur mit einer IPv6-Adresse entsprechend erreichen. Dementsprechend gibt es bei mir die Anforderung, in meinen Netzwerken einzelne Gerätschaften mit einer IPv6-Adresse zu hinterlegen. Und jetzt habe ich auch in meinem Netz oder beziehungsweise in dem VLAN, in dem mein Smartphone ist, habe ich auch Geräte, die das brauchen. So, und dabei wird jetzt natürlich Folgendes oder passiert Folgendes. Wenn ich die IPv6-Funktionalität aktiviere im Unify-Controller, dann wird auch ein IPv6-DNS-Dienst aktiviert. Und den kann ich im Unify-Controller zum Beispiel nicht
auf meinen IPv4-Werbeblocker umleiten, ne? So wie wir das gerade gesehen haben, wo ich die DNS-Adresse mal eben für die IPv4 entsprechend auf die 67 umgeleitet habe. Das funktioniert da nicht. So, mein Container, wo mein Controller drin, Entschuldigung, wo mein Adblocker drin läuft, der hat aber auch nur eine IPv4-Adresse, der hat keine IPv6-Adresse. Also habe ich da so ein bisschen ein Problem, dass ich nämlich die Smartphones oder auch alle Tablets, alles das, was, sag ich mal, ja, bei den Smartphones ist es eigentlich häufiger der Fall, die von meinem Netzbetreiber, wenn ich draußen bin, dann auch erwarten, dass ich IPv4 und IPv6 zur Verfügung habe. Das heißt, die Geräte können beides, da ist beides offen. Die suchen sich natürlich da einen Ausweg. Die gehen einfach über den IPv6-DNS und damit kriege ich zum Beispiel keine Werbeblockung mehr hin, ne? Das heißt, da kriege ich so einen gemischbaren Laden. Das heißt, ich bin nicht bei den 4%, ich bin aber auch nicht bei den 93%. Ich laufe da irgendwo so bei 30-35%. Mal wird IPv4-DNS genutzt, mal IPv6-DNS. Gerade was da irgendwie nach welchen Kriterien dann ausgewählt wird, weiß ich da leider nicht so genau. Aber damit kriege ich wieder ungefiltert Werbung ins Haus und das finde ich eigentlich blöd und das will ich eigentlich auch gar nicht. Ja, also wie gesagt, mit der Nutzung des integrierten Unify Adblockers hätte ich zumindest mein IPv6-Werbeproblem gelöst, weil der auf beiden Ebenen das entsprechend oder da entsprechend eingreift. Aber mit dem Haken, dass das Ergebnis natürlich nicht so gut ist wie bei Edgard, da liegen 30% dazwischen. Gefällt mir auch nicht. Also ich bin mir momentan noch nicht sicher, welchen Weg ich da einschlagen werde. Ich habe auch schon mal probiert, das über Traffic-Regeln, also IPv6-Traffic-Regeln hinzukriegen, dass es verboten wird, dass ein anderer DNS-Server als der IPv4 genutzt wird. Habe ich nicht hingekriegt. Ich muss gestehen, ich bin kein IT-Profi, ich bin auch kein Unify-Profi. Ich probiere etwas aus, also ich bin interessierter Laie in Anführungszeichen, aber ich habe es nicht hingekriegt. Wenn ihr da Tipps für mich habt, wie ich sowas also wirklich über eine Traffic-Regel oder eine Firewall-Regel hinkriege, immer gerne her damit. Also ich bin momentan wirklich zwiegespalten. Ich würde gerne natürlich bei Edgard bleiben, muss aber unter Umständen wirklich da in den sauren Apfel beißen, wenn ich diese Ausflüchte über IPv6 nicht hinbekomme. Ja? Aber das müssen wir dann einfach sehen. So, also das war mein Vergleich von Edgard mit dem Unify-Werbeblocker und ein Einblick in meine Gedanken, wie das in meinem eigenen Homelab hier so aussieht, meinem eigenen Heimnetz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer darüber informiert, was es hier Neues auf dem Kanal gibt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Kommentare oder Fragen habt, bitte packt sie unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten und dann bleibt mir eigentlich nur noch über. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis demnächst hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.